So, wo sind wir jetzt? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier hin und graben uns hier einfach mal so hin. Wubbel, wubbel. Wubbel, wubbel, wubbel. Vor allem liegt das einfach nur so hier rum, ne? Das ist nicht mal Wubbelgebiet. Mama, hier ist Gold. You need a drill. Drill, drill. Hier ist Wubbelgebiet. Hier ist zumindest Wubbel. Huch. Stacheln sind hier auf jeden Fall. Sehr viele Stacheln. Da unten ist eine Kiste. Oha. Oh, ein kleines Wubbelgebiet. Alter, das ist ein Stachelgebiet, das ist kein Wubbelgebiet. Also das ist ein Wubbelgebiet, aber das ist kein Larvengebiet. Das sind, hier liegen ja nicht mal diese Larveneier auf dem Boden. Hier sind nur Stacheln. Okay, hier. Nix so. Da kommen sie alle. Kommt der, 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 kommt der. So, nochmal was fressen hier. Ja. Okay, was haben wir hier? Eine kaputte Schaufel haben wir auf jeden Fall. So, was haben wir? Nur Scheiße wieder. Ich habe wirklich die Hoffnung, wenn man sowas oft genug findet, weißt du, das ist irgendwie nur eine Drop-Chance von, weiß ich nicht, nur 5% eine Drop-Chance zum Beispiel oder so. Irgendwas Seltenes. Wahrscheinlich später, ne? Das muss wahrscheinlich erstmal alles noch eingefügt werden. Im Moment finden wir bestimmt nur Scheiße. Wahrscheinlich ist das alles noch gar nicht aktiviert. Hier muss es doch mal irgendwas Legendäres geben. Oder zumindest Episches. Wir haben hier nur seltene Sachen, aber nichts Episches. Also lila meine ich jetzt. Ja, kommt bestimmt noch. Nee, es muss jetzt schon da sein. Das ist bestimmt nur ganz selten. So, wo sind wir jetzt? Ich wollte ja da so weiter, ne? Ja, dann grabe ich mich da jetzt weiter. An diesem Kreisding vorbei. Und dann hier einfach, let's go. Okay, ich habe die Dinger hier völlig außer Acht gelassen. So. Ich meine sowieso, wenn wir irgendwas richtig Geiles finden wollen, müssen wir normalerweise eh ins grüne Gebiet. Weil das grüne Gebiet ist ja das High-End-Gebiet, ne? Also müssen wir eigentlich darum Kram buddeln. Aber hier können wir bestimmt auch irgendwas noch finden, so.
Wie zum Beispiel die Figuren, die wir jetzt gerade kriegen. Dann ja auch das Larvenmeat. Deswegen buddel ich ja allgemein nur hier rum in diesem Gebiet gerade. Das ist gerade so aufgegangen auf der Karte, ne? Hier, wubbel, 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 wubbel. Bam, 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 bam. Kiste! Okay. Mal gucken. Kriegen wir jetzt was Episches? Irgendwas, wo man sagt, so geil, endlich! Ein Knoten. Wir haben einen Knoten gefunden. Und irgendein Ei. Oh, wie das Ei. Ach komm, diesen einen da. Aha. Aua. Wubbel, wubbel, wubbel. Kommen nicht mal überall durch, ne? Okay, wie viel haben wir denn schon? 700. Kannst du mal eben für mich ausrechnen, was 33 mal 33 ist? Und ist 33 groß? Ich sag, wir müssen das eigentlich mal abstecken mit einfach mal buddeln und gucken. Aber damit man mal so eine Zahl hat, wenn ich jetzt sage, lass mal 33 mal 33 machen. Ist das viel? Ist deutlich unter 1000. Hä? Was jetzt denn? Die unendliche Soße. Hä? Ja, doch nicht. Hä? Ah ja. Aha. Hä? It's magic. Und das Schwein hat das mal wieder nicht mitgekriegt. Guck mal, hier passieren verrückte Dinge, wenn das Schwein nicht da ist. Doch, habe ich. It's magic. It's the magic. So, das soll erstmal reichen. Obwohl, die beiden nehme ich auch noch mit. Aber da oben war ja auch noch was, ne? Guck mal, das passt doch jetzt. Dieses Dingsengedöns und dieser eine Kristall. Aua. Aua. Vielleicht soll ich mal nächstes Mal einfach meinen Zauberstab da reinhalten. Das Gewubbel. Oh, aber heftig. Selbst 33 mal 33, ne? 33 klingt so wenig. Und dann über 1000. Oh. Hallo, oh, Alter, wubbel, 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 wubbel.
Und das Schwein kriegt wieder nichts mit. Wieder hat das Schwein was nicht mitgekriegt. Um die Map sieht aus wie so ein Eselpferd. Das hier? Alter, hier ging es jetzt gerade ab, wa? Das ging ja ab. Wie Schmidts Katze ging das ab. Das war ein richtig schönes Gewubbel. Oh Mann. Habe ich vernichtet? Was habe ich denn gemacht? Durch mein Aufdecken oder was? Aber wie viele Samen auch hier rumliegen, ne? Und dann so unnötige Samen auch, wovon man sowieso schon 1 Million Stück hat. Was soll ich mit den ganzen Samen? Einpflanzen. Huch. Aber die haben gut Schaden reingehauen, ne? Waren ja auch echt viele. Da geht's weiter. Wubbel, 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 wubbel. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Ist genug für alle da. Weil da haben wir auch schon wieder Fiber ohne Ende, ne? Hier auch schon wieder 260 Fiber. Was soll ich mit so viel? Was soll ich damit? Und überall lasse ich meinen Müll liegen. Meine ganze Map stürzt bestimmt bald ab, weil einfach zu viele Items rumliegen. Ein Ruder. Aber was nehme ich denn hier? Was schmeiße ich denn dafür weg? Was schmeiße ich denn für den Ruder weg? Sand. Obwohl, ich habe nicht so viel Sand. Oh, das hätte ich auch noch ausleeren müssen. Dann hätte ich jetzt das da reinpacken können. Ah, kommt Schleim. Wir haben genug Schleim. Okay. So, wo sind wir auf der Karte? Bei irgendeinem Esel, hat sie gesagt. So, dann gehen wir jetzt von hier aus nach links weiter. Obwohl, erstmal hier oben gucken. Was wir hier noch finden. Nix. Oder wir bringen erstmal die Taschen leer. Ich glaube, wir sind ja sowieso bald da. Also jetzt noch einmal hier so runter. Und dann sind wir ja eh schon, haben wir gut schon was abgedeckt. Nächstes Mal dann auch hier so hoch. Hier will ich noch auf jeden Fall gucken. Und da. Also ich will nicht so viele schwarzen Lücken lassen. Ich will ja Sachen entdecken. Normalerweise wirklich. Ich meine, so ein kleines Häuschen. Also selbst hier könnte jetzt noch was sein, ne? Ich meine, das hier ist zum Beispiel ja auch nicht groß. Also könnte hier noch was sein, hier noch was sein. Guck mal, hier ist schon wieder ein Wubbelgebiet. Hallo! Bei 999 höre ich auf, die Dinge einzusammeln. Wir haben gleich schon 999. Meine Güte, du. Ganz schön gierig hier, unser Porky. Weißt du noch, dass er Porky heißt? Oder sie, besser gesagt? Ist ja eine sie. Weißt du das überhaupt noch? Guck hier, Porky. Ich hab doch schon wieder fast vergessen gehabt.
Oh, 9 noch, dann haben wir die. Guck mal, da unten liegt auch schon wieder Matt. Ich war da noch nicht mal bisher. Fragst du mich das? Ja. Okay. Aua. Da haben wir wieder eine Kiste. So, jetzt was Legendäres. Let's go. Etwas Legendäres. Gönn. Oder episch. Wenigstens episch. Irgendwas Episches mal. Was hier denn los? Das wird ja immer schlechter. Natürlich wusste ich das noch. Ey, ich hab das schon wieder fast vergessen. Alter, hier ist aber so viel. Eigentlich müsste ich hier für 200 Euro das wegholen und hier einen wegnehmen. Dann hätten wir jetzt nämlich hier unten irgendwie 2% von Mining Damage addiert zum Mele Damage. Oh, wir brauchen das. Wir brauchen das hier. Oh. Dann machen wir richtig Damage. Hallo. Oh, ich hab ihn doch zuerst gehauen. Wubbel, 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 wubbel. Komm mal, ich leuchte wie eine Kerze. Kommt alle her. Außer du. Du nicht, hab ich gesagt. Du nicht, habe ich gesagt. Du nicht. Du nicht. Wie viele Mets haben wir denn schon? 48 haben wir davon schon. Da kommt langsam was zusammen. Hä, was ist hier denn passiert? So. Ein bisschen Säure hier mitnehmen. Einfach außen rum, gar kein Problem. Wubbel, wubbel. Der muss weg und der muss weg. Auf jeden Fall können wir hiernach die Monsterfalle anfangen. Hiernach können wir definitiv anfangen. So, wo sind wir jetzt? Da. Würde ich aber noch sagen, knabbern wir uns hier nochmal nach links. Hallo. Und davon haben wir mittlerweile auch schon genug. Haben wir hier noch irgendwas? Knabber, knabber, knabber. Irgendwas? Nix, ne? Hier ist einfach mal gar nichts. Okay. So, wir haben ja ein paar Minecarts. Dann benutzen wir die jetzt. Heimat. Heimat. Ist das viel? Das ist wahrscheinlich immer noch richtig wenig, oder? Andere haben wahrscheinlich schon richtig die Mega-Map aufgedeckt. Sind bestimmt immer so links, links, also immer so Stück runter. Einfach alles weggeniedet. Wahrscheinlich noch mit Mods gearbeitet. So, zack. Ein paar Schienen. Haben wir hier irgendwas? Nope. Haben wir hier von irgendwas? Ja, ein paar Tränke. Haben wir hier irgendwas? Ja. Haben wir hier irgendwas? Nö.
Haben wir hier irgendwas? Nö. Aber wir haben bestimmt. Ah. Ja, Der muss eigentlich weg, ne? Und dafür muss eigentlich das hier hin. Und der kommt jetzt auch mal raus. Eigentlich muss das so. So, dann kommt das noch da rein. Davon haben wir gerade mal 11. Alter, unsere 999 Stück, ne? Wahnsinn. Bam! Aber von denen haben wir auch viel zu wenig. Damit kriege ich keinen Monsterraum hin. Hiermit kriege ich einen Monsterraum hin. Davon haben wir mittlerweile so viele gesammelt. Kisten in Kisten. Deko in Deko. Spikes. Eigentlich kann ich die Spikes hier wegnehmen, oder? Obwohl, ich pack die erstmal da rein, so. So, reparieren müssen wir gleich. Weißt du, bei Terraria war das so, wenn du so eine Figur aufgestellt hast, ne? Oh, guck mal, da waren wir zwei. Wenn du so eine Figur aufgestellt hast, dann hast du immer mehr Schaden gegen diese Wesen gemacht. Bumm. Bumm. Aber ich krieg ja hier keine Buffs. Das wird nicht reichen, du. Ich glaube, wir müssen unseren Bahnhof ein bisschen erweitern. Und dann mit mehreren Bahnsteigen. Und dann in der Mitte immer sowas. Dass wir mehrere. Also nach links können wir ja noch ein bisschen erweitern den Bahnhof. Und hier rechts ist unsere. Ist ja unsere. Hier, wie nennt man das? Wie nennt man das, wenn die Waggons warten da? Dieses. Ach, ihr wisst aber, was ich meine. So, ich habe hier noch mehr Deko-Sachen. Wo packe ich die denn hin? Pack die jetzt erstmal. Ich brauche eine größere Deko-Truhe. Habe ich das Gefühl. Hier will ich das nicht reinpacken. Dann packe ich das jetzt hier hin. Erstmal. Ist ja in der Nähe. So, wir haben richtig viel Erz. Bumm. Bumm. Okay, da ist nichts. Bumm. 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 So, dann hole ich mal das Erz noch hier raus, was wir hier so haben. So, dies. Dies. Wow. Und hier haben wir auch noch. Bumm. So, ich kann dir ja mal zeigen, Oettinger, falls du noch da bist. Ich nehme mal von jedem ein. Ne, ich nehme mal von jedem ein Bahn. So, und geh mal zum Händler. So. Für den gibt er 2. Auch nur 2. 8. 14. Und 15. Und du sagst ja selber, Gold braucht man so nicht. Also 14 für einen einzigen Bahn. Das heißt, bei einem 100er-Stack habe ich schon 1400 Gold. Also Geld. So sieht es nämlich aus. So, Hälfte hier rein. Hälfte hier rein. Die Hälfte von der Hälfte. Kommt hier rein. Hier. Also Tin haben wir jetzt wirklich richtig viele. Da können wir beim nächsten Mal, nicht mal heute. Beim nächsten Mal. Oha, ich brauche mal eben was reparieren. Ja, alles geschrottet. Ja, kann man denn was Interessantes beim Händler kaufen, was du dir sonst nicht leisten könntest? Ja, zeige ich dir gleich. Möchtest du das sehen? Wahrscheinlich, sonst würdest du ja nicht fragen. Muss erstmal reparieren. Ja, bumm, 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 bumm. Bumm, bumm.
So, die kann weg. Die Ersatzspitzhacke kommt dahin. So, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. So, mal eben Pudding essen. Dann mal eben schlafen. Also das teuerste habe ich mir schon geholt. Das teuerste ist 2000 Euro. Ich nenne das jetzt einfach mal Euro. Für 2000 Euro kriegst du ein Rezept. So, und wenn du diese Standardkacke verkaufst, du kriegst einfach kein Geld zusammen. Weil du kriegst ja auch nicht so viele Schätze, ne? So, reicht. Keine Geduld. Also zum Beispiel, sagen wir mal hier den zum Beispiel und den. Als Beispiel, ne? So. Händler. So, ich habe jetzt den Schatz. 3. Ich habe jetzt den Schatz. 17. Hier, den. 15. Ich meine, 15 und 13 ist ja okay, aber findest du davon Hunderte? Findest du davon Hunderte? Hunderte? Nee. Guck mal an, ich habe hier nichts an Schätze. Ich meine, ich habe schon ein paar verkauft und es rappelt sich auch. Und das hier bringt auch wahrscheinlich richtig viel. 93. Aber guck mal, 92 Dornen. Was bringt 92 Dornen? 1300. Ja, okay. Aber was bin ich dafür aber auch gelaufen hier, ne? Was bin ich dafür aber auch gelaufen für diese 92 Dornen? So, und wenn du dann das Geld hast... Also du könntest natürlich bei ihm immer wieder das hier kaufen. Das sollten wir vielleicht auch machen. Dann können wir die goldenen Dinger verkochen. Warte, ich nehme mal. Haben wir ein bisschen Gold? 4 Gold. Ist jetzt nicht der Held, ne? Reicht nicht mal. Ich muss mal eben unsere andere Kohle holen. Einen kleinen Moment, bitte. Muss mal eben hier Geld holen. Also dieses Rezept hier kostet 2000 Gold. Was ich ja aber schon habe. So. Guck mal, reicht genau. Bing. So, und den kannst du ja auch immer wiederholen. Dann können wir das einmal mit allen Rezepten einmal kombinieren. So. Und wenn wir Geld haben, dann kriegen wir die Bosse für 500. 500 Euro kosten diese Bosse. Und ich bin der Meinung, deswegen habe ich ja auch hier eine Arena gebaut. Ich weiß nicht, ob du die Arena schon kennst. Ich fahre da mal mit dir hin. Also, wenn ich jetzt das Ding gekauft habe für 500, kann ich das hier hinlegen, so. Und dann kommt hier der Boss. Und dann wird er geplättet. Aber im Moment spuckt er einfach nur Kacke aus. Aber ich habe die Hoffnung, wenn man ihn oft genug tötet, spuckt er irgendwas Legendäres. Bei Terraria ist das ja auch so. Du machst auch immer wieder die Bosse. Weil du dann ja irgendwann Spezialsachen kriegst. Hier muss ich noch ein so ein Dings hinpacken. So eine Statue. So, und den Schleim-Dude, den habe ich jetzt bestimmt schon, weiß ich nicht, 5-mal gemacht. So, und 5-mal bedeutet 2500 Euro ausgeben, ne? Kostet ja jedes Mal 500 Euro. Ein Boss habe ich noch und das ist hier die Mutter. Also der dritte, dieser Boss. Deswegen habe ich ja hier schon eine Schiene hingebaut. Hier, Schiene, 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 Schiene. Aber ich muss hier noch eine Arena hinbauen. Verstehen? So, und das ist das Einzige. Und dafür halt Gold, ne? Weil mit dem Gold kann ich dann hier für 100 Gold kriege ich 1400. Also für 110 Gold kriege ich jeden Boss einmal.
Das habe ich ja schon, 2000. Das müssen wir auch noch unbedingt finden. Den Broke Handle, den habe ich schon. 10 Ancient Gemstone habe ich auch. 50 Iron Bar habe ich auch. Aber den Clear Gemstone und den Chipped Blade, der fehlt noch. Das muss ich auch noch finden. Dafür müssen wir wahrscheinlich hier oben so das Gebiet hier absuchen. Das hier. Hier müssen wir wahrscheinlich rumsuchen. Da finden wir bestimmt diese. Alles gut. Also brauchen wir Gold. Ja, deswegen habe ich ja das Gold da jetzt hingedünst. Ich meine, du kriegst ja auch so. Du kannst auch so Sachen verkaufen, ne? Was du hier kriegst. Ich habe hier auch einfach keinen Platz mehr, ne? Ich pack die mal hier unten hin. So. Aber ich wollte ja jetzt für 15, was noch? 20, ne? 20 Eisen, okay. 15 Kanone, 15 davon. Konnte ich ja die ganze Zeit nicht machen, ich hatte ja keine. 15 und 20 Eisen. Guck mal, an Eisen habe ich ja doch wirklich genug jetzt, oder? Also über 600. Und er gibt ja nicht mal was dafür. Guck mal. Ist ja nix. Wofür wird Eisen benutzt? Du hast gesagt. Hast du dich um Eisen gekümmert?